me, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, Bauchi, the first character in Bauchis On Mind Game World is der fliegende Frosch. Hier in 3D, also das Spiel funktioniert hervorragend. Was können denn jetzt diese Figuren in diesem On-Mind-Game alles tun? Alles. Alles. Ja, du kannst, das ist das Schöne, wenn du halt eben ja, deinen Kopf als Konsole benutzt und mitbekommst, dass du in deinem eigenen Virtual Reality Wahrnehmungskügelchen sitzt, dann halt eben quasi all die Figuren, die du in dieser Wahrnehmungskugel, in der du halt auch immer schon gesessen hast, nur noch nicht bewusst, quasi als Vorbilder nehmen kannst und irgendwelche Situationen in den Spielen vor, um dich herum Probleme zu lösen, weil wenn MacGyver schon irgendein Problem gelöst hat, weißt ja, wie es geht, dann machst du in dem Moment den MacGyver hoch und lässt den MacGyver agieren. Ja. Ja, und MacGyver bietet sich, also MacGyver ist bei mir auf jeden Fall immer ey, oben. Wenn du schon über MacGyver redest, dann sag nicht so oft MacGyver, das kommt dann nicht mehr so cool rüber. Nee, es geht darum, dass es eigentlich für mich, ich habe da den Terminus MacGyver draus gemacht, weil das ist für mich halt, dass, wenn du das sagst, weiß eigentlich jeder, worum es geht. Es geht darum, aus dem Verfügbaren irgendwie eine Lösung zusammenzubasteln. Oder das ist das. Na, jedenfalls hat das immer irgendwie geschafft, weiterzukommen. Darum geht es halt. Ne? Deswegen ist bei mir eigentlich MacGyver immer eingeloggt und dann halt alle möglichen anderen, die gerade zusammen in der Gruppe, eventuell als Gruppenverhalten, wo ich mir vorstellen könnte, die zusammen schaffen das. Dann bin ich all die zusammen und schaffe das. Hauptsache, ich habe die Vorstellung davon, dass das, was da gerade vor mir liegt, manageable ist. Mit dieser Einstellung habe ich eine ganz andere Wahrnehmung als vorher. Und das Geile ist halt, ne, das kann man sich als Head-Up-Display vor sich vorstellen. Ich habe das immer hier unten in so einer Reihe, habe ich meine Charaktere, die kann ich raufzuppeln. Und hier links habe ich so wie so ein CD-Wechsler, Slots, wo ich Spiele einloggen kann. Und das Geile auf dieser Konsole ist, anders als auf jeder anderen, ich kann Spiele parallel spielen. Ich kann nichts, alle übereinander legen. Und es kostet keinen Cent, jeder hat das. Du brauchst einfach nur die Augen zuzumachen, dann machst du sie wieder auf und dann guckst du dir mal meine Grafik an, Alter. Analog, reinzoomen bis zum geht nicht mehr. Da ist nichts mit Pixeln oder irgendwann mal größer oder geht nicht mehr. Oder Render oder so. Muss man nur ordentlich. Und der Sound und noch andere Sinne, ne? Der erste Sinn ist die Vorstellungskraft. Die liegt ungefähr 1,50 Meter vor dir, komplett 360 Grad hoch. Darüber steuerst du, was auf den anderen fünf Sinnen passiert. Die liegt ungefähr 5 Meter vor dir, komplett 360 Grad um dich rum. Genau da ist es. Steuere deine Wahrnehmung selbst. So ist das. So ist das. Ne? So ist jetzt das. Spielen wir hier herzlich willkommen. Ich lade alle ein zu einer Runde On Mind Gaming. Frühjahrsedition. Frieden. Endlich Frieden. Ne, das Ding ist, wir müssen den wirklich einfach nur wahrnehmen. Das ist die. Wir können das selber. Was ist Lüge? Aber du hast ihn doch schon wahrgenommen, oder? Ja, aber nicht so konstant wie jetzt. Was mir fehlte, war die
Informationen, die ich halt selber vor ein paar Tagen erst so greifen konnte, was Lüge ist und was Wahrheit ist, wo wir davon sprechen. Also wir lügen, wir sind mit Lüge konfrontiert, wenn jemand was ausspricht oder ausdrückt, was er eigentlich nicht wahrnimmt, also irgendwie was anderes als er wahrnimmt, dann kommt es zu einer Verzerrung in der Wahrnehmung, in der Wahrheit. Wahrnehmung, Wahrheit ist ein und dasselbe. Ne, jeder hat seine eigene und Realität ist auch noch dasselbe. Ja, also jeder nimmt seine Realität für sich komplett selbst wahr. Und wenn wir wissen, wir sitzen hier alleine in unserer Wahrnehmungskugel, die aber connected ist mit allen Wahrnehmungskugeln, die am Schwingen, und wir quasi auf dem Bildschirm 5 Meter vor uns alles wahrnehmen, saugeile optische Täuschung, ne? Weil egal, ob ich dich hier anfasse, das ist 5 Meter entfernt, und egal, was ich da hinten wahrnehme, ist auch nur 5 Meter entfernt. Aber die Schwingung ist halt da projiziert und es ist ein fließendes Bild und es ist alles absolut perfekt. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Dafür mussten wir erstmal Xboxen und Playstations erfinden, um so, dass diese, so ein Verständnis meinst überhaupt du, entwickeln zu können. Ja klar. Also aus der Dualität heraus musste es ja irgendwie was geben, woran was veranschaulichen konnte. Danke Sony, danke Microsoft. Ja. Danke. Sag nochmal, danke. Den kapitalistischen Ausbeutern, dass ihr das, wir wissen es jetzt wenigstens zu nutzen, und dafür war es für keinen von uns umsonst. Ich habe noch nie wirklich gezockt. Wir haben teuer bezahlt dafür. Keine einzige Konsole besessen in meinem ganzen Leben. Aber ich habe es trotzdem gecheckt. Ja. Ne? Das ist das. Ja, man muss wahrscheinlich in diese Welt extreme erleben, um Miete wieder zu pendeln. Ja, genau. Richtig. Ja, man muss erstmal durch den Schmerz durch. Genau. Alles, was ist in dieser Welt, das dient auch für uns, für unsere Entwicklung, und das ist gut so. Damit wir verstehen können, wie gut sein das kann eigentlich, ohne auch diese ganze Konsumgesellschaft. Dazu müssen wir erstmal erleben, was ist das Konsum ist. Ja. Tja. Und um zu wissen, warum es Sinn macht, Schaden zu vermeiden, muss man erstmal wissen, was Schaden ist. In einer Welt, in der alles eins ist, macht die Aussage, richte keinen Schaden an, keinen Sinn mehr. Und irgendwann, wenn wir werden lange im Frieden leben, aber irgendwann wird es wieder eine Interessensplittergruppe Gottes geben, die Trennung doch wieder wahrnehmen möchte und sich da wieder weiterentwickeln. Und dann werden wieder Verstände aufgebaut, die uns davon abhalten, uns daran zu erinnern, dass wir unseren Kopf in die Dualität reingesteckt haben, um herauszufinden, wie wir da wieder hinterkommen, dass wir sie als Werkzeug nutzen können. Gibt es übrigens auch ein cooles Programm auf dem Screen, gibt es ein Head-Up-Display, das die Dualität nutzbar macht. Und ich nutze das immer, also ich habe so programmiert. Programmiert es, wie ihr wollt. Ich lasse den Screen hochkommen, und wenn ich irgendwie meinen Fokus auf was richte, mein Fadenkreuz, und ich merke, mir geht es dabei nicht wohl, dann färbt sich das automatisch rot. Und die Sachen, die Wohlsein hervorrufen, die färben sich automatisch grün. Ich folge grundsätzlich immer dem Grün. Wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, schalte ich diesen Screen hoch, gucke, wo ist rot, wo ist grün, und wenn nur ein kleines Fitzelchen grün im ganzen Rot zu sehen ist, gehe ich auf dieses Grün zu, da ist mehr zu finden. Und da finden wir immer, grundsätzlich immer auf Leute, die uns weiterhelfen können. Einfach, das ist der Intuition zu folgen, so einfach ist das eigentlich.